Hallo und willkommen zurück bei The Forest. Hallo. So, nach so vielen Folgen, wo wir eigentlich jetzt keinen Fortschritt gemacht haben, haben wir uns vorgenommen, jetzt mal sehr aktiv und produktiv da jetzt mal vorzugehen. Ja, wenigstens zu planen, weißt du, wenigstens so damit ja. Es wenigstens aussieht, als würden wir was tun. Also Concord tut jetzt die Mauer planen. Gut, pass auf. Nicht tut er, weil, ja, Bäume fällen. Wenn ich hier dann mit dem Scheißdreck zurechtkommen würde, mit dem Kackbuch, Alter. Wo wollen wir es eigentlich dann, das Tor, wollen wir es unten am Strand hier machen, das Tor dann? Oder magst du es oben machen? Oder mehr Tore machen? Ja, genau. Ich hätte fast... Also ich mach weiß unten nicht. Eins am Strand? Ich hätte dort eins mittig eins gemacht, so am Hügel und hier, wo ich gerade bin, am Strand-Ding. Hä? Weißt du? Was, hä? War das gerade ein okay oder hä? Ach's. Ich verstehe jetzt gerade. Sicher, dass das ein Tor ist? Wieso muss das sonst sein? Weil irgendwie tue ich gerade das... Ach, ich verduschte gerade. Scheiße. Nein, ich glaube, man verstärkt dadurch nur die Mauer. Oh, das wäre nicht so toll. Ja, versucht es mal. Wenn man einmal rechts R drückt, dann ist das davor, dahinter eins. Wenn man nochmal drauf drückt, hä? Das ist nur so ein schräger Balken. Ich glaube, das verstärkt die Mauer nur. Nochmal, ja. Oder? Das ist doch... Scheiße. Warte, wir versuchen es da unten mal und dann sehen wir es ja, was das ist. Komisch. Ah, okay, pass ich aus. Alles gut. Das ist aber kein Tor. Ja, ich weiß, da kann man halt ein Tor reinbauen. Zumindest ein Tor, so ein Eingang, warte. Jetzt pass auf. Da aber ich bin so froh, dass wenigstens die Axt sich nicht abnutzt. Noch nicht. Das wäre so hart. Ich will erstmal unser Lager füllen und dann. Nein, ich wollte E drücken, nicht. Ja, scheiße. Drehen wir es nochmal. Da, wo ist denn jetzt? Da. Sollten wir sicherheitshalber gleich nochmal dieses Hüttchen da bauen? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine Weil sehr abends gute Idee. Vielleicht, das ist immer ein Ja, das Track. Ist eine sehr gute Idee, dass wir das. Ah, es regnet! Ja, es regnet! Wollen wir vielleicht doch nochmal ein drittes Collector-Ding da bauen? Für Wasser? Ja, fast. Du hast noch Schildkröte, ja, ich oder? Ich hab noch eine Schildkröte. Ich muss sie erstmal runter. Warte, dann plane ich das schnell. Da ist es. Water Collector. Haben wir Sticks? Ja, nein, ein Stick fehlt. Natürlich auch nichts da drin. Passt schon. Okay. Oh, es regnet, ja. Aber das regnet doch gar nicht so häufig, wie ich dachte, ne? Am Anfang. Ja, ich dachte, es regnet jeden Tag. Oh Gott. Ich bin so froh, dass es regnet. Ja, ich auch. Das ist gerade übelst geil. Oh, das war zu weit. Da haben wir die Defensive Wall. Ach, wir sollten vielleicht schauen, ob unsere Fallen zugeschnappt sind. Das kannst halt nur du machen. Ja, mache ich gleich, wenn ich den Baum da gefällt habe. Es ist gar nicht mal so leicht, so eine Wall zu planen, so dass du denkst, dass die nicht drüber kommen. Moment, wie lange machst du die denn bitte? Nein, ich mag eigentlich die chinesische Mauer werden. Nee, ich mag eigentlich wieder runter, aber das Problem ist einfach. Du willst wieder runter, oder? In einem Trip. Aber ich frag mich, ob diese Schädelstatuen die irgendwie abhalten irgendwie. Ja, Angst machen oder so, ne? Ich weiß ja, aber ich glaube eher nicht, oder? Weil die machen es ja selber. Nicht. Die haben ja selber Waffen aus Köpfen. Ja. Ich weiß nicht, ob man noch drüber kommt. Da würde ich dann zum Beispiel gern nochmal so sicherheitshalber irgendwie was machen, aber naja, egal.
Wo waren die gleich wieder? Die fallen da. Oh, Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Nichts. Da war ein scheiß Reh, weißt du, wie ich mich jetzt erschrocken habe? Kill it! Nee, ich bin beschäftigt. Okay. Oh, das ist ein großer Baum. Ich möchte das Holz von ihm haben. Reh. Oh, okay. Jawohl. Wunderschön habe ich das gemacht. Die Axt nehmen. Alter, wir brauchen schon 208 Baumstämme. Ja, jetzt haben wir was zu tun, also schon mal dein Leben, ja. Also jetzt pass auf. Das wird doch eine chinesische Mauer. Nee, ich bin doch schon fertig. Ah, okay. Dann dürfen wir mal schön Baum fällen. Ich glaube, ich habe hier gerade einen schönen großen erwischt gerade. Ich muss noch eine Tür machen, also eine Tür muss ich noch machen. Ja. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das da liegt dann ist. Ich hoffe einfach mal, dass die kleinen Büschchen da auch zu Bäumen werden wieder. Ja, ich hoffe es eigentlich ja. Damit weil vielleicht es ist schon ein bisschen Zeit... karg. Was muss ich da lesen? 213. Aha. Okay, eins was ausprobieren und zwar. Eigentlich. Wo war denn jetzt dieser... Wo habe ich denn jetzt hingefällt? Bin ich denn jetzt... Kann mir so schlecht... Okay, da ist er umgefallen. Dann müssten da doch... Jetzt... Also noch alles bauen. Noch irgendwas hin? Naja, dann halt nicht. Na gut, ich glaube, das ist erstmal hier. Ich fange nochmal an, ein bisschen zu fällen. Ich holz mal ein bisschen die Bäume von alle, die zu nah sind von der Mauer, weißt du? Damit die nicht von den Bäumen. Oh, da kommt jemand. Verpiss dich, verpiss dich. Ja, lauf weg, lauf weg. Komm nicht mehr in die. Komm, der kommt komm nicht ich mach mehr, dich. Kommt, ach, ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Geblockt. Oh shit. In dein Po. Ich glaube, der hat so ein Licht, sorry. Ne? Ich glaube, Alter, ich habe gar kein Leben mehr. Alter, du hast mir gerade. Ich habe echt auch sehr wenig Leben jetzt nur noch. Machen wir Feuer an, damit wir hier mal was ja. Braten können. So, okay, ja. Natürlich, ja. Oh, ich habe das Boot rausgeschoben. Okay. Aber immer wenn ich da was nehme. Hallo Vogel. Immer wenn ich da was nehme, um zu braten, isst er das gleich. Auch nicht schlecht. Brauche auch mal wieder was zu essen. Wenn wir das trocknen, kann man das da direkt essen oder was? Ach so. Vielleicht, weil immer wenn ich da was nehme, da ist es direkt. Ja, das. Bei dir auch? Stimmt, ja. Ist mein Magen jetzt voll, ja. Mein auch. Ach so, man muss einfach nur trocknen und dann kann man. Ja, man muss nicht mehr braten. Das ist... Und es gibt irgendwie mehr Energie, kann es sein? Ja. Wenn es getrocknet ist. Gut zu wissen, gut zu wissen. In falsche Richtung. Ich habe wieder so viel Fleisch, ich glaube, ich muss mal wieder was hin. Ich brauche unbedingt Medic, Alter. Ich hoffe, das Leben regeneriert sich auch ein bisschen von allein, oder? Ich glaube, beim Schlafen vielleicht. Das kann vielleicht.
Wo ist meine Axt? Macht man das denn jetzt? Achso, warte, ich kann erstmal die anderen holen. Kleidung. Alter, ich bin so ein Muskelprotz, Alter. Ich kann mit einem Baumstamm hüpfen, ey. Oh. Was ich für ein Vieh bin. Ja gut, dann sind wir mit dem Essen eigentlich ausgesorgt, wenn wir da immer wieder was aufhängen. Regelmäßig. Ja. Theoretisch. Also bleiben wir jetzt doch erstmal hier, oder? Und gucken, dass wir hier vielleicht überleben. Ja. Und sobald wir mal hier eine richtige Base haben, dann können wir mal vielleicht mal woanders hingehen und kleine Bases machen, nur zum Übernachten. Gut, gut, gut. Keine Ausdauer mehr. Alter, du... Dicke, ganz schön flöten beim Fällen, ne? Ja. Nicht in die Richtung. Die Richtung. Ja, das ist in Ordnung. Es ist so kacke. Jedes Mal, wenn da ein Viech ist, ne, auf dem Boden. Oh, eine Hase! Nein! Beine hätte ich den Hasen gehabt. Jedes Mal, wenn da Fall. Ein... Da oben, jawohl. Da ist auch nochmal ein Hase. Hase ist gut. Ich hab's! Sehr schön. Ich hab's auch, ich hab's Hals. Und ich hab Hasenfell. Jawohl. Ah. Vielleicht brauchen wir in der Nacht dann vielleicht überhaupt kein Ding mehr. Ja, vielleicht zum Essen ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen... Ja, aber kein Fell jetzt, meine ich. Ich platze es gleich hin, ne? Jo, weil das Ding ist eh jetzt voll. Also wollte ich irgendwas nachschauen? Ah ja, genau. Was ist denn das? Ich glaube, ich habe irgendwas drin ist. Schleim eingedeckt oder so. So, ich muss doch erstmal die anderen mitnehmen. Das nervt mich so. Immer wenn da ein Viech am Boden ist und ich es töten will, haut er immer erstmal so zweimal normal hin und her. Also okay, das Wasserteil kann ziemlich viel... Jawohl, okay. Also diese Wasserflasche, die ist richtig gut, die würde ich dir auch empfehlen zu machen. Da brauchst du zwei Rehdinger, glaube ich. Zwei Rehleder. Weil da kann man richtig viel Wasser reinhauen. Ich hab zwei Rehdinger. Ich glaube, da kann ich 6 Schlücke rausnehmen, das ist schon... Brauchst du 3 Rehdinger? Oder nee? Müssen wir mal nachgucken bei B. Otterskin? Ah, da ist ein... Scheißzeug. Da waren Ach, jetzt Bären, ist ausgerüstet. Hab's... Scheiße. Ja, jetzt hast du Handschuhe. Egal. Die dich wärmen. Aber Waterskin, ich hatte da 3, das ist so ein halbes... Ein Dreiviertel Rädchen. Na gut, die Handschuhe sind auch ganz gut. Und ich habe mich mit Schlamm bedeckt, ne? Irgendwie. Sicher, dass es kein Blut ist und der sich gerade gewundert hat, dass er... Nee, unten ich habe was nichts im mit Blut. Also. Nee, ich habe mal... Hast du gemacht? Da war so eine komische Pfütze oder so und habe ich E gedrückt, weil man da E drücken konnte. Wo war die? Ja, irgendwo am Strand. Und dann plötzlich war, also hat das so geguckt und dann waren meine ganzen Hände so ein bisschen bräunlich, weißt du, so als hätte ich... Da hinten. Da ist noch ein Hase, geil. Der gehört mir. Da kommen wir umzingelt, ach nee, das sind 2 Kaninchen, komm, da holen wir uns aber eins. Nein, daneben. Nein. Alter, ich treffe die Viecher nicht. Ja. Nee, ich bin in meinem Kopf drin. Ich denke immer, dass es Hasen sind, Mann. Ja, wo waren die Pfütze? Ah, da ist ein Reh. Nee, die Pfütze, die kann man nur einmal. Das ist dann einmal, das ist so ein... Also, das ist so ein schwarz, so ein braunes Dings da und dann... ja. Ob man dann getarnt ist oder so?
Ich bin getarnt oder vielleicht riechen sie dich nicht, keine Ahnung. Da war wieder ein. Kann ich. Oh, hier sind Sticks. Kein. Oh ja, sehr schön. Die Richtung. Hey, bleib da. Ja, keine Ahnung. Vielleicht riechen die mich oder so. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Da läuft einer. Dort, wo ich die ganze Zeit. Cool, danke. Der ist gegen die Baumstämme gelaufen und die rollen gerade den Berg runter. Cool, danke. Ich nehme die jetzt und hau wieder ab. Hinweg. Ich bin durstig. Also ich bin die ganze Zeit durstig. Trink doch Regenwasser, wir haben doch noch was. Bleibt da so ein Kackloch? Siehst du dieses Loch da? Ach, jetzt ist zu. Ich überlege mir gerade, ob ich mir so einen Wagen basteln soll, wo ich die Baumstämme drauf packe. Die Dinger aber sind leer. Fast leer. Ne? Fast leer. Da hinten sind wieder zwei Eingeborene. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon wieder langsam zum Schluss. Was? So ein Schmarrn. In der nächsten Folge. Wir haben doch gerade erst angefangen. Nein. Alter, Laber. Welchen Universum? Wir haben schon wieder nicht so viel geschafft in der Folge, das ist ja krass. Hä, komm. So, ist noch niemals 20 Minuten um. Oh, doch. Ja gut, was heißt nicht geschafft? Natürlich, wir müssen ja bauen, ne? Aber wir haben gut geplant, finde ich. Also jetzt ein bisschen. Ja, man sieht langsam einen Fortschritt. Und vielleicht schaffen wir es ja vor der Dämmerung vielleicht irgendwas zu machen. Und vor der Mauer dann noch die Verteidigungsdinger da machen, oder? Natürlich. Okay. Ja gut, erstmal die Mauer. Will nicht down dann gehen. Wow! War das was? 1, 2. Es sieht doch schon mal, sieht doch schon noch was aus. Ja, es wird langsam. Langsam fühle ich mich schon sicher. Naja. Aber so, jetzt habe ich es so langsam raus. Ich bin nicht mehr die ganze Zeit durstig und hungrig. Da. Oh, ich dachte, das bist du. Bist doch gar nicht du. Leck mich! Da bei uns ist jemand, ne? Also nur mal so. Ja. Hör ihn. Kommst du zurecht? Ja, ich habe kein Leben mehr, ich trau mich nicht raus. Warte, ich schnapp ihn mir schnell. Dieses Risiko kann ich einfach nicht eingehen. Der, ja, der macht uns ein Basecamp. Ah, ja, ich sehe ihn. Komm her, du Wichser. Von hinten! Ich glaube, ich bin gegen geschieht die Wand gekommen. Recht. Okay, ich hab's repariert. Und ich hab's wieder repariert. Alter, es ist alles kaputt. Oh, nee, ich mach's Feuer an. Von außen. Super. Oh, die Bäume kommen zu mir, das ist schön. Ach, du verbrennst, du verfackelst die Leichen wieder. Haben wir ja schon Knochen für eine Armor oder so? Ja, ich wollte mir eigentlich vorhin gerade Armor machen, das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Ist einfach verschwunden. Keine Ahnung, was passiert ist mit dem. Okay. Da passt nix. Oh,
Oh, es wird schon langsam wieder dunkel. Ja, ich merk's, hast du den einen Speicherding gebaut? Hast du schon gemacht? Wie du gesagt hast? Ich dachte, wir machen das zusammen. Ja, wir haben ja gesagt, wir brauchen ganz schnell Sticks. Ganz schnell Sticks suchen. Wir brauchen insgesamt 14 davon. Nicht, dass wir das gleich wieder verkacken. Das wäre so hart. Ich hole Sticks, so viel geht, wie es geht. Aber diesmal, glaube ich, haben wir sogar Chancen. Weil ich hatte schon ein paar im Stickholder drin. Okay, passt. Ich habe jetzt, glaube ich, auch noch einige. Kann auch keine Rocks mehr, keine Sticks mehr tragen. Ja, das reicht locker. Easy, Mann. Alter, wir werden richtige Profis hier. Oh ja. Ich hab nur ein bisschen Schiss, dass irgendwann mal solche Viecher kommen und wirklich dann irgendwie... Ja, weil, was man so gesehen hat, da gibt's noch richtig fiese Viecher, ne? Ja, also so ein Trailer und so. Ja. So, dann dreh ich das mal schnell. Da haben sie uns schon hart gefistet, also in dem... Da wächst schon was Schönes. Man kann schon irgendwas essen sogar. Irgendwelche Beeren oder so. So, ist es fertig? Ah, Sticks haben wir auch noch genug. Wir können noch nicht schlafen. Warum? Ist zu früh oder wie? Keine Ahnung. Ich habe es mal schnell gespeichert, aber... Ich speichere auch mal schnell. Wir können ja noch ein paar Minuten bauen. Ja. Ja, du siehst es doch auch, oder? Beim Halbmond da. Es ist noch schattig. Kann ich nicht schlafen? Nee, ich kann. Echt? Da steht jetzt 1 von 2. Bei mir nicht, ich kann da nicht schlafen. Ach, du bist dumm. Was kannst du eigentlich? Nee, es ist mir zu dunkel, ich gehe nicht mehr raus. Ja, das mit der Wand dauert noch ein bisschen, aber es läuft. Einfach nochmal speichern, vielleicht funktioniert es ja. Alter, verarsch mich jetzt nicht, komm schon. Kann ich jetzt nicht schlafen? Soll ich dich töten? Aua. Ich hab Stein auf dich geworfen, Entschuldigung. Ah, wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das muss funktionieren. Kann, bei mir ist es noch so ein bisschen grau irgendwie hinterlegt. Wieso bist du durstig, hungrig? Kann es irgendwie sein, dass da irgendwas nicht hinhaut? Vielleicht, wenn man durstig oder hungrig ist? Nee, ich bin eigentlich noch ganz gut dabei. Warte mal, bewegt sich das? Ich glaube, das bewegt sich ganz langsam. Ich glaube, ich muss noch wach bleiben irgendwie. Was bewegt sich langsam? Dieser Balken, weil irgendwie... Wie so eine Uhr, 3/4 steht jetzt. Und ich glaube, die bewegt sich ganz langsam jetzt. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen wach bleiben, weil ich... Habe ich wegen dem Alkohol vielleicht? Ne, ich weiß nicht. Na, ich esse jetzt einfach mal was. Und hänge erstmal wieder ein bisschen was auf. So. Ich würde so sagen, dass wir die Loks und die Sticks einfach mal ein bisschen voll lassen. Immer, also... Ja. Damit wir immer für was zum Notfall haben oder so. Falls wir irgendwas kaputt machen und wir schnell wieder irgendwas bauen wollen. Low energy, eat something or get some rest. Ja, ich würde gern. Ah ja, okay, das. Low energy, okay. Muss man schon ein Feuer machen, weil irgendwie kann ich jetzt doch nichts essen davon, ne? Nee, jetzt kannst du gar nichts mehr. Jetzt werde ich auch langsam hungrig. Komm schon, ich wollte schlafen gehen. Was ist mit dir? Warte, ich habe jetzt 2 Dinge reingehauen, kannst auch noch was essen dann. Und dann wird fertig.
Essen? Ich hab Hunger. Wann gibt's Essen? Geht's nicht. Ich muss immer noch warten. Also bei mir geht's, ich verstehe das nicht. Ach so! Alter. Da komm. Wir fahren weg. Oh oh. Alter, das wollen ist wir übel, was die da. Bayern die da. Alter, was war das für ein Schrei? Ah, siehst du das? Was? Wenn man so ein Ding baut, dass man sieht, wo das Haus ist. Weißt du, wo ja, das Lager ist? Ja, ich weiß schon. Das, da ist das Bett jetzt vielleicht echt nützlich, wenn wir da mal ein Bett hinbauen könnten. Ja, damit, wenn wir sehen, wo man Rebel unser Lager fällen. Ist. Zwei brauchen wir, nee, drei. Ich glaube, die haben es nicht gecheckt, dass wir dort sind, ne? Die sind einfach weitergezogen, die zwei. Ja. Komm, wieder hin. Vielleicht geht's jetzt, vielleicht musstest du dich mal ein bisschen entfernen davon. Es wird immer weniger, aber ich glaube, ich muss immer noch warten. Da geht's nur so ein Ticker runter irgendwie. Ich frag mich, wieso, Mann? Ich frage mich, wundert es mir auch gerade ein bisschen, weil bei mir ist das nicht. Das Ding ist voll geil, was du da gebaut hast. Also das zum Essen, das Ding da, weißt du warum? Das weil es auch ein super Anlegeplatz ist. Das ist immer perfekt da drin, wenn ich da reinfahre. Ja, späh, keine Ach, Feinde. Wir hatten eine Idee, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, aber wir wollen da mit einem Wasser ein, wie heißt das? Wasserhaus? Nee. Was? Ein Hausboot. Ein Hausboot bauen, ne? Es geht, also warte, ich kann es euch mal zeigen. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Jetzt versuch. Treehouse, Alpinhouse, Basic Wall. Okay, dann geht's halt nicht. Wo ist das? Da, Hausboot, hier. Dieses Ding wollen wir bauen. 48 Holz braucht es. Und dann können wir immer mit dem Schiff. Wir bleiben natürlich immer regelmäßig hier und dann wollen wir vielleicht auf dem Ding unsere Hauptbase bauen. Also so, wo wir übernachten und so und die Nacht verbringen. Ja. Und das ist dann nur so der Eingang, so gesagt, der Hafen, würde ich mal behaupten. Ist doch ganz gut. Kannst du jetzt endlich pennen? Hallo? Das kann's doch nicht sein. Jetzt bauen wir das Ding extra und du kannst nicht pennen, was ist. Nein, nochmal ganz bisschen noch. Was ist das denn? Speicher so kann man nicht schlafen. Ich guck mal kurz raus. Hallo? Keiner da. Also mit der Wall, da würde ich mich schon sicherer fühlen, ne? Also. Ja. Ist eh gerade voll ruhig. Das wundert mich. Wir können echt mal die ganzen Fallen dann mal einfach mal bauen. Ja, lass uns erstmal die Wall zu Ende bringen. Ja. Also ich meine richtig die Fallen, ne? Also nicht. Na gut, Explosive vielleicht nicht gleich, aber. Der Deadfall Trap oder Nose Trap. Ja, ich weiß, was du meinst. Nose Trap. Das Happy Birthday Trap. Das ist voll unlogisch. Warum brauchen wir da unbedingt Hasenfelder? Warum können wir da nicht einfach Rehfelder? So viel angenehmer. Viel größer und viel angenehmer. Größer, ja. Vor allem, da bräuchte man nur zwei oder so. Gleich habe ich es, komm schon. Alter. Scheiß Ding, ey. Es tut mir so leid, dass es sich so in die Länge zieht, aber. Nur was essen, ich esse einfach mal was. Also, ja, ich speichere jetzt noch mal. Achso, ich habe noch Hasen. Oder wir speichern vielleicht am nächsten Tag, wenn wir geschlafen haben, oder? Ja. Dann machen wir's. Aber sie greifen uns in der Nacht jetzt gar nicht an, also das haben wir jetzt. Keine Ahnung, wieso. Haben wir es irgendwie Glück gehabt. Ich hänge mal das ganze Fleisch auf. Ich mag was essen. Vielleicht sollten wir uns in der Nacht mal zum Baum da trauen. In der Nacht, du bist selber so in der Nacht. Oh, okay, ich nehme mal zurück, da laufen sie. Komm schon. Ich kann schlafen, ich kann schlafen. Echt? Ja, Supi. Es geht's. Jetzt sind wir jetzt sind's auch da. Ich warte. Ja, jetzt sind's auch. Hä? Ich hab doch Z gedrückt. Mach, drück. Schnell. Hab ich. Oh. Hui. Gut, dann können wir es an dieser Stelle wieder sagen. Scheiße. Jetzt können wir nicht mehr speichern. Scheiße. Stimmt, wir können nicht speichern. Wir haben da jetzt nicht weit genug gedacht. Ah, fail. Wann hast du das letzte Mal gespeichert? Gerade eben.
Vorm Schlafen gehen. Ja. Oh gut, dann ist wurscht. Ja. Ich glaub, dann alles ist gut. Schön. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zur ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.